euch diesen rostigen Blechhaufen an. Macht ihn fertig, Jungs! Hey, was soll denn das? Ach, die meinen gar nicht mich? So, wir haben schon lange keine Meldung mehr bekommen, dass wir irgendwas für unsere Forschungen bekommen haben. Liegt es jetzt daran, dass wir keine Meldungen mehr kriegen oder daran, dass wir nichts für unsere Forschungen bekommen? Da haben wir noch ein Tonband. Herr, was verlangst du noch von mir? Dein nichtiger Diener wartet auf ein Wort. Ich habe die Lehren der heiligen Mutter Lamp befolgt. Obgleich sie mir den Tag deiner Wiederkunft nicht nennen will. Ich habe gesehen, wie du den falschen Vater Andrew Ryan zerschmettert hast, der uns verführt und einem strahlenden Licht entzogen hat. Aber du wolltest nicht zu mir sprechen, Herr. Ich habe dir diesen großartigen Tempel gebaut und ich habe deine Herde versammelt, doch du bleibst stumm. Willst du nicht meinen armen Bruder mit Blindheit schlagen, damit er endlich deine Herrlichkeit schaut, wie es Paulus widerfuhr auf der Straße nach Damaskus? Ich bin allein, Herr. Allein. Und ich warte auf ein Zeichen. Der Mann tut mir fast leid. Weil ich glaube, er wartet immer noch. Wir kommen da bestimmt irgendwie rein. Da ist ein Tonikum drin. Aber jetzt hacken wir erstmal kurz den Zirkus der Werte. Und laden kurz nach. Mein Gott. Tatsächlich den Bonus verfehlt. Wir haben schon wieder so unglaublich viel Geld. Wie wär's mit ein paar Kugeln? So. Vielleicht noch ein paar Nieten und vielleicht noch einen Verbandskasten. So, dann kommen wir vielleicht mal wieder auf den grünen Zweig und dann speichern wir gerade nochmal. Und ich nehme an, als nächstes gilt es, den Pfarrer zu finden. By which we are saved. Okay. Hallo, ihr zwei. Oh Gott, was hat der für eine Bewaffnung? Ist das ein Granatenwerfer? Das ist ein Granatenwerfer. Das ist das, was hier gerade vorhin so rumgeknallt hat. Oh je. Na gut, wir werden es probieren, oder? Klar probieren wir es. Phosphatschrot. Keine Ahnung, ob das was bringt. Ich hätte gesagt... Wir speichern nochmal. Gott, oh, ich übertreib's gerade, ich merk's selber. Machen ein Foto von dem Dicken. Oh, der hat Raketenwerfer. Keine Munition mehr. Oh. Big Daddy's Forschungsbonus. Dauerhafte Bohrerschadenssteigerung um 50%. Boah, der war jetzt aber echt kiebig. Meine Fresse. Zweimal Minigeschütz. Cool. Und wir haben eine weitere Little Sister auf dem Arm. Und wisst ihr was? Wir kaufen direkt nochmal ein paar Verbandskästen. Wir haben es ja. Also, das Geld. Und wir haben immer noch keinen Weg da reingefunden. Fällt mir gerade ein. So. Die Dinger kosten ja gar nichts. Die können wir ja raushauen. Habt ihr auch gerade das Lachen gehört? Suchen wir unserer Kleinen nochmal eine Leiche. Ja, da haben wir ja schon eine. Okay.
Nee, die holen wir danach herunter. Jetzt würde ich sagen, ich meine, das ist ja fast perfekt für Fallen. Stellen wir doch mal ein paar Fallen auf. Hier hinten welche. Dann hier welche. Dann hier welche. Und hier welche. Dann auf die anderen Nieten umschalten. Haben wir noch was zum Nachladen? Das nicht. Da haben wir fast gar nichts mehr. Können wir mal auf den Phosphorschrot umschalten und gucken, was der kann. Dann speichern wir nochmal. Und dann schicken wir unsere Kleine zum Adam sammeln. Lass dir schmecken. Wo sind die gerade in eine Falle gerannt? Ah, da unten. Ich sollte gerne eine Waffe nehmen. Au! Was? Wo? Was, du's Kleine? Komm, mach hin. Komm her. Schnell. Okay. Fangen wir hier schnell noch alles ein. Ah! Wo? Ah. Mein Gott. Hallo? Die schießt mit ihrem Maschinengewehr besser als ich mit dieser Nietenpistole. Das ist doch irgendwie unfair. Oh, die Fallen waren ganz gut hier hinten, wie ich sehe. Oh, ist voll. Dann benutzen wir die doch ein bisschen. Und wir speichern nochmal. Ich bin die Nummer 1, nicht du! Ist das so? Ja Gott, dann komm raus aus deinem Versteck und zeig uns, dass du die Nummer 1 bist. Wir sind alle gespannt. Wir zählen nur Resultate. Das stimmt, dann zeig uns doch welche. Ups, das wollte ich gar nicht. Kann ich den Koffer hier untersuchen? Geht das nicht? Die Bestie Ryans lebt! Versammelt die Familie! Nein, nicht jetzt. Nicht jetzt. Ich hab die Little Sister noch auf dem Arm. Wartet. Großer Gott, ich glaub, das war Simon Wales. Was hat er mit sich angestellt? Er und sein Bruder waren die Architekten Raptures. Aber als Doc Lamp ans Ruder kam, hat Simon Gott gefunden. Er hat eine Art Kirche unten in der Pumpenstation. Vermutlich bricht der jüngste Tag an, wenn du dorthin kommst. Okay, ich denke über... Da war schon wieder dieses Lachen. Das macht mich ein bisschen nervös. Ich denke, über dieses Loch, das wir da gerade gesehen haben, kommen wir in diese Station, wo das Tonikum liegt. Sollen wir die jetzt retten? Nicht, dass dann noch zusätzlich eine Big Sister kommt. Ach komm, probieren wir's. Retten wir die Kleine. Du bist nicht allein, Vater. Die Mädchen, die du gerettet hast, halten zu dir. Im Gatherer's Garden ist etwas für dich. Danke, Sweetie. Jetzt gehen wir aber doch kurz da runter. Ich will nämlich wissen, was da ist. Au. Ja,
Wie ging das? Wie konnte ich mal etwas mit umschalten? Ah. Nein. So. Antipersonen. Ihr wisst, was ich meine. Das hier. Hallo, 120 Stück. Ja, sind richtig. Ich habe Platten gekauft, eine Heizplatte eingebaut. Die Wände sind fast alle gestrichen. Echte Federkerne. Ja, Mr. Tonband. Mom hat ein neues Sicherungssystem, damit ich nicht mehr zu Amir und den anderen Kindern kann. Aber Sicherheitssysteme sind auch nur Drähte und Lötstellen, genau wie du. Und wir sind ja jetzt gute Freunde, oder? Jedenfalls, Amir hat ein ganzes Buch über die Oberfläche. Da ist Indien drin und Irland und alles andere. Ja, genau, Mr. Tonband. Wenn du's wissen willst, ich finde Amir ziemlich hübsch. Für einen Hundefresser. Oh nein, Rückzug! Eleanor, komm sofort zurück! Neues Tonikum, Heimwerker. Wenn deine Freunde eine Kugel... Was? Ah, danke, jetzt. Wenn deine Sicherheitsfreunde eine Kugel, die für dich bestimmt war, abfangen, kannst du sie mit etwas Eve wieder in Topform bringen. Das ist cool, das ist genau das, was ich gerade vorhin gesagt habe. Jetzt bräuchten wir nur ein paar neue Slots, dann lege ich das erstmal in die Genbank. Gerade wenn wir so ein Elite-Vieh haben, ich weiß nicht, ob man die Elite-Viecher auch reparieren kann, aber wenn man das kann, dann ist das wirklich, wirklich gut. Wie ist das ekelhaft? Schnauze. Gut, das hier fucken wir auch noch kurz ab, man weiß ja nie, was da drunter ist. Das überzeugt mich jetzt aber noch nicht. Ist hier ein Nebel? Ist ja gar nichts. Ist hier noch irgendwas? Nein. Da ist auch nichts. Dann hacken wir uns doch mal kurz hier raus. Autsch. Hätte besser funktionieren können, ich weiß. Herzlichen Glückwunsch, du hast deine erste Belohnung für die Rettung der Little Sisters gefunden. Ach, da. Au. Hey, das war echt gemein. Was haben wir denn hier? Stolze Eltern. Neues Tonikum, stolze Eltern. Mit stolze Eltern investierst du deine Zeit mit deiner Little Sister noch besser, denn sie kann bei jeder Leiche mehr Items sammeln. Göttlich. Lagern wir auch mal in der Genbank und dann werden wir hier gleich im Gatherer's Garden sowas von einkaufen. Bevor wir uns dann den hier vornehmen. War da nicht gerade noch eine Little Sister? Ach nein, es war unsere Little Sister, die uns das Geschenk gebracht hat. Okay, gut. Dann speichern wir doch nochmal.